Homeschool Show. Von Kindern gemacht, für Kinder gedacht. Bereit, wenn du es bist. Juhu, bist du bereit? Ich glaube, ich bin bereit, wenn du es bist. Okay. Hallo, wir sind die Reporter von der Südpolschau auf 92,4. Ihr kennt uns ja inzwischen ja wahrscheinlich schon. Könnt ihr euch unseren Hörern trotzdem bitte kurz mit euren Namen und euren Rollen vorstellen? Ich bin Maria Erich und ich spiele in Rubinrot, Saphirblau und nun auch Smaragdgrün die Gwendolyn Shepherd. Und ich bin Janis Nivener und spiele Gideon de Wee. Wie gut wart ihr früher in Geschichte? Nicht gut. Also ich das war eins der Fächer, die mir irgendwie schwer gefallen sind. Aber es gab dann zwischendurch Lehrer, die einem das so beigebracht haben, dass man auch das Gefühl hatte, man redet wirklich über eine Geschichte und man muss jetzt nicht irgendwie was lernen. Und das waren dann gute Lehrer, aber es gab auch andere. Ja, für mich hat das auch mal echt viel mit Lehrern zu tun gehabt. Wenn ich das Gefühl hatte, es ist irgendwie so weit weg und überhaupt nicht greifbar, dass ich mich da gar nicht dass ich da irgendwie gar nicht weiß, ob das überhaupt wirklich passiert ist. Ich meine, ich kann mir ja sonst was erzählen. Dann war es für mich schon immer schwierig. Aber für so 11., 12. Klasse hatte ich eine Lehrerin, die hat echt super Unterricht gemacht. Wenn ihr eine Sache in unserer Vergangenheit verändern könntet, welche wäre das? Nur eine? Ich finde immer schwierig, weil also mein erster Gedanke ist dann, dass man eigentlich irgendeinen bösen, großen Diktator umbringen müsste. Ne? Aber man weiß ja auch nie, was dann dadurch zustande kommt. Dann kann es sein, dass genau durch diesen Tod ein anderer großer Diktator aufkommt. Ich würde mir einfach niemals anmaßen oder diese Verantwortung auf mich nehmen zu wollen, dann noch mehr Unglück in die Welt zu bringen. Und deshalb würde ich, glaube ich, alles so lassen. Ich glaube, ich würde das Schulsystem ein bisschen verändern. Jetzt kommt hier die Politikerin. Ich natürlich auch. Ich finde einfach Konkurrenzdenken und Wettbewerbsdenken. Ach komm schon, Janis. Nein, aber ich meine, so verschiedene Fächer sind irgendwie, fehlen einfach. Man hat irgendwie so das Gefühl, der Fokus müsste irgendwie ein bisschen auf was anderes gelegt werden. Zum Beispiel auch vielleicht mal auf gesunde Ernährung oder was weiß ich. So. Es gibt so viele Sachen, die man eigentlich Kindern in der Schule auch noch irgendwie ansatzweise beibringen könnte, müsste, sollte. Und das wäre irgendwie was ich, glaube ich, versuchen würde. Aber wer weiß, ob es klappen würde. Maria, hättest du dir den Rubin als Stein ausgesucht, wenn du hättest wählen können? Ich weiß nicht genau. Ich finde so, eigentlich ist Blau meine Lieblingsfarbe und ich glaube, dann hätte ich wahrscheinlich eher nach dem Saphir gegriffen. Saphir. Passt der Diamant zu dir, Janis? Ja, der ist weiß, ich bin auch weiß, ich werde nicht braun. Diamant ist mein Stein. Warum seid ihr für die Abschlussszene in die goldenen 20er gereist? Tja. Dir und Drehbuch stand das so, dann haben wir das gemacht. Ja. Nee, also wir haben, es hatte ja was mit der Szene aus Saphirblau zu tun, in der dann ein Foto aus den 20er Jahren, was Gwen dann in den Händen hält, und da ist eben sind Gideon und sie zusammen drauf. Und das ist, glaube ich, so das ist der Punkt gewesen, dass es nun ausgerechnet in den 20ern ist. Hat einfach, glaube ich, damit zu tun, dass es sehr schön aussah damals. Und dass es natürlich eine wahnsinnig lebensfrohe Zeit auch war, wo man so, rastlos gelebt hat. Und Maria, wie habt ihr die Szene am Ende gemacht, wo du doppelt zu sehen warst? Tja, das ist eins der großen Geheimnisse. Nein, Quatsch, ich verrat's. ich hatte ein Double. Das war ein Mädchen, die hatte ungefähr meine Größe, Statur und so weiter und so fort. Und wir haben natürlich immer darauf geachtet, dass ich in den Szenen, in denen es halt so war, dass man mich doppelt gesehen hat, dass ich dann halt jetzt nicht unbedingt mit dem Gesicht zur Kamera, also sie nicht unbedingt mit dem Gesicht zur Kamera lag. Und dann zaubert der Schnitt da auch ganz viel. Also alles, was man dann halt sieht, ist dann eben einmal eher gedreht worden mit mir und später dann nochmal mit ihr. Und so hat sich das alles so ein bisschen ineinander verwoben. Als du da am Rand der Klippe standest, hattest du da ein mulmiges Gefühl?
Ich fand es eigentlich ganz cool. Man muss aber dazu sagen, dass ich ein Seil im Rücken hatte, was später dann in der Retusche dann weggemacht worden ist. Also das heißt, ich hatte wie so ein Gerüst an und dann hinten am Rücken wurde halt so ein Seil, ein ganz, ganz langes Seil, was von drei Männern gehalten wurde, weiter hinten dann festgehalten. Also von daher konnte ich mich auch immer ganz, ganz reinlehnen, so in diese Klippe und das war eigentlich ganz cool, weil keiner durfte so weit nach vorne wie ich. Maria, wärst du gerne unsterblich oder bist du der gleichen Ansicht wie Gwendolyn, dass das schrecklich ist? Ich glaube, ich bin da ähnlicher Ansicht. Also ich weiß nicht, was es noch Bedeutung hätte, wenn man wirklich unsterblich wäre. Ich fände es auch ein bisschen gruselig, weil dann würde man ja alle seine Freunde und Verwandten überleben und ich weiß nicht, würde mir nicht so viel bringen, ehrlich gesagt. Janis, wärst du gerne unsterblich? Nee, also auch aus den gleichen Gründen, weil dann wird es ja auch irgendwann langweilig. Man weiß ja auch nur, weil man stirbt, muss man alles mitnehmen, was geht. Und wenn man weiß, man wird nie sterben, dann denkt man sich vielleicht, ah, ich habe noch Zeit dafür, habe noch Zeit. Und ich finde das genau richtig so, wie es ist. Hättest du auch gerne ein Mittel, um alle Verletzungen zu heilen? Ja, klar, natürlich. Also wer mag schon Verletzungen und Krankheiten? Und die tun uns allen nicht gut, deshalb hätte ich das gerne. Aber ich erfinde das auch noch. Wie habt ihr die Szene gedreht, wo ihr ausprobiert habt, ob du unsterblich bist? Mit einem echten Messer? Also es gab zwei Messer. Es gab eins, was das echte Messer war. Und das andere hatte nur, das hatte so eine abgesägte Spitze. Das heißt, wir haben dann immer ausgetauscht. Das musste natürlich dann auch der Schnitt lösen, denn sonst hätte man dann auch gesehen, dass es nicht passt. Aber das hat auch viel dann damit zu tun, was man zeigt und was man nicht zeigt. So, wenn Charlotte Gwen das Messer dann da in den Bauch rammt, dann sieht man ja eigentlich nur mein Gesicht. Das heißt, man sieht nicht richtig, wie dieses Messer da jetzt in meinen Bauch gelangt. Aber ja, es war schon ein bisschen gruselig. Gwendolyn kann ihre Eltern nur über Zeitsprünge besuchen, aber jederzeit und immer, wenn sie sie braucht. Findest du es besser, mit deinen Eltern in der Gegenwart zusammenzuleben? Ja, na klar. Also ich liebe meine Eltern und ich finde es toll, dass sie in meiner Gegenwart am Leben sind und nicht in irgendeiner anderen. Aber ich meine, so ab und zu mal ein bisschen wegzureisen ist auch ganz cool, aber ich wohne ja auch nicht in derselben Stadt. Haben wir das richtig verstanden, dass der Butler Mr. Bernhard Gwendolyns Sohn ist? Das ist falsch. Nein, aber es ist Gwendolyns Bruder. Weil das nämlich der Sohn von Paul und von Lucy ist. Genau. Habt ihr die Szenen mit dem Chronographen mit echter Nadel und Blut gedreht? Das ist auch so eine Sache. Wir hatten da, also die Nadel wurde konstruiert für uns. Und zwar war da oben ein winziges Loch drin. Und das hat eigentlich die Nadel mehr so zu einem Stempel gemacht. Und wenn die nach oben kommt und in den Finger piekst, dann ist da eigentlich nur so ein, wird da so ein kleiner Blutstropfen draufgestempelt. So, weil man muss ja jetzt nicht sehen, dass da wirklich ein Loch drin ist im Finger. Maria, hast du für den Film auch in echt Kampfsport gelernt? Ja, ich musste ein bisschen was lernen. Und zwar hatte ich Stunttraining in so einer großen Halle mit Stuntleuten und eben auch mit meinen Schauspielkollegen. Und dann habe ich noch ein bisschen Wing Thai gelernt. Das ist so eine asiatische Kampfsportart. Und ja, am Anfang habe ich mich angestellt wie der letzte Mensch auf der Welt, aber es wurde immer besser und hat auch Spaß gemacht letztendlich. Waren die Kampfszenen schwer zu spielen? Eigentlich im Endeffekt nicht. Also ich habe es mir immer schlimmer vorgestellt, als es dann war, weil wir alles vorher komplett durchchoreografiert haben. Also es war überhaupt gar nicht so, dass ich nicht wusste am Drehtag selber, was jetzt passiert, sondern ich wusste ganz genau, okay, jetzt kommt der Teil, jetzt drehen wir das aus der Perspektive und jetzt muss man da nochmal ein bisschen mehr Power geben, damit es gut aussieht und so. Die haben immer lange gedauert, bis sie dann im Kasten waren, die Szenen, aber ansonsten hat es Spaß gemacht. Ist auch mal was schiefgelaufen? Naja, also wir hatten ja für die Szene, wenn Gwen dann aus der Gegenwart in die Vergangenheit reist, um Gideon zu retten, das sollte es eigentlich nicht regnen.
Und bei uns hat es aber geschüttet wie aus Eimern. Und es war Nachtdreh. Es war Nachtdreh, es war kalt, wir waren, also es war wirklich, hat gewittert ganz doll, wir mussten teilweise unterbrechen und so. Und ja, und im Film sieht man es nicht, dass es so schlimm geregnet hat, aber ich sehe es immer, wenn ich die Szene sehe, weil ich ja so viel mich auch auf dem Boden rumwälzen muss und dann irgendwie nach links und rechts und wieder robben und so, dann bin ich halt komplett voll mit Matsch. Und ja, und wenn man dann sich mal die Szene danach anguckt, wenn sie wieder in der Gegenwart sind, ist Gwen ganz sauber, weil wir das nämlich zuerst gedreht haben. Und wie lange hast du gebraucht, um dir die Choreografie zu merken, Maria? Ich habe, ja, wir haben das ja immer wieder geübt, so. Also ich habe, die zu merken war gar nicht das Problem, aber das Problem war, das dann eben so zu machen, dass es halt auch wirklich nach Power aussieht und so, als würde man jemanden damit verletzen können. Also das ist ja immer so das Ding, man dreht ja dann immer mit Leuten, die man eigentlich total gerne mag und die man, denen man nicht wehtun möchte. Und ja, und da war dann mal mein Problem, dass ich immer so einen Kick gegeben habe und so, Entschuldigung, tut mir ganz doll leid. Und dann, ja, kann man dann halt nicht machen. Dann muss es eben dann auch noch ein bisschen Power aussehen. Musstet ihr die Stunt-Szenen sehr oft drehen? Ja, wir haben schon echt immer lange an den Stunt-Szenen geübt und geprobt und gedreht, weil ja, das ist halt, soll ja natürlich schön aussehen und da war schon immer ein bisschen Zeit vonnöten. Janis, in Smaragdgrün hast du ja viel im Kerker gesessen und bist tot herumgelegen. Waren das entspannte Dreharbeiten für dich? Sehr entspannt. Tot rumliegen ist das Entspannteste, was man sich vorstellen kann. Nee, wir sind, ja, ich hatte tatsächlich weniger Drehtage und hab dann irgendwie auch zwischendurch mal frei gehabt während der Zeit, wo wir dann in Aachen oder so gedreht haben. Hatte einen freien Tag in Aachen, das kannte ich von den anderen Filmen nicht so sehr. Und das war hier so und ja, genau, also ich hätte gern noch ein bisschen mehr gedreht. Janis, würdest du dein Geld bei einer Bank wie der Debilier Bank anlegen? Wahrscheinlich nicht, nee. Nee, das wäre da, glaube ich, nicht so gut aufgehoben. Die sind ja alle böse, aber es sind ja sowieso alle Banken fast böse. Alle Banken böse. Es gibt ein paar gute, deine aber Bank, die, oder was? Ja, meine Bank. Aber nee, also nicht bei den DWEs, auf keinen Fall. Das darf keiner machen, niemals bei den DWEs. Als sollten sie jemals eine Bank eröffnen. Ja. Hättet ihr in eurer Schulzeit selbst gerne Schuluniform getragen? Also teilweise konnte ich mir das schon ganz gut vorstellen, so. Irgendwie, da waren wir gerade so 9. Klasse oder so, da habe ich mir immer gedacht, das wäre eigentlich ganz cool, so eine Schuluniform zu tragen. Aber so rückblickend ist es eigentlich schon ganz geil, dass man sieht, dass, dass alle, ja, dass jeder sich so ein bisschen ausdrücken kann durch seine Klamotten und das ist schon, finde ich, besser eigentlich. Maria, was würdest du in echt am ehesten anziehen? Das Feenkostüm von Charlotte, das 20er-Jahre-Outfit aus der Schlussszene oder deinen braunen Kampftrainingsanzug? Das Feenkostüm war es. Janis möchte also gerne das Feenkostüm anziehen. ich weiß gar nicht, das ist also aus, was war es nochmal? Also das Feenkostüm, das 20er-Jahre und den Anzug. Ich glaube, im Nachhinein gesehen dann schon den Anzug, weil man sich in dem am allerbesten bewegen kann. Du hast ja schon richtig viele schöne Kleider getragen. Was war dein persönlich Liebstes? Also, ich fand zum Beispiel das ganz große rote Kleid aus Saphirblau, was ich auf der Soiree anhatte, toll. Das war aber irgendwann, hat das bei mir nur noch den Namen das fette Monster getragen, weil es einfach so groß war, weil ich durch keine Tür gekommen bin, weil ständig irgendwelche Fäden hinter mir hergezogen waren. Alle sind mir aufs Kleid getreten, ich konnte nicht mehr laufen. Deswegen war dann auch gut, dass es dann irgendwann weg war. Was auch schön war, war jetzt das in Smaragdgrün, zu lachen, in Smaragdgrün das Meerjungfrauenkostüm, was ich auf der Grünparty anhatte. Das war toll, aber damit konnte man keine Treppen hochlaufen, da musste ich immer so die Treppen hochgehen. Wie sehr hat sich Gwendoline vom Anfang in Rubinrot bis jetzt am Ende in Smaragdgrün verändert? Die hat einen ganz schönen Sprung gemacht. Also am Anfang ist sie halt irgendwie noch so der rebellische Teenager, der nicht so richtig weiß, wo es mit ihr hingeht und was sie überhaupt in dieser Loge soll. Und dann fängt sie an, ihr Schicksal selber in die Hand zu nehmen und kämpft und wird mutig und lässt sich die Butter auf jeden Fall nicht mehr vom Brot nehmen. Und das fand ich auch immer sehr, ja, sehr bewundernswert an ihr. Und ich glaube, das ist so das, was sie ausmacht, dass sie sich in jeder Situation zurechtfindet und dass sie immer stärker wird und sich nicht unterkriegen lässt. Und was ist mit Gideon?
Was meinst du jetzt? Also wie viel ich mit dem... Hat gar nicht zugehört. Nee, also wie hat er sich verändert vom Anfang in Rubinrot bis jetzt am Ende? Eine Menge. Also er hat sich sehr verändert, weil der am Anfang natürlich eigentlich glaubt, er ist der Coolste und er kann alles und nichts fällt ihm schwer. Und dann durch Gwendolyn merkt, wie verunsichert er dann doch wird in manchen Situationen. Und er muss lernen, wie man mit seiner Freundin umgeht und wie man überhaupt... aber mal echt jetzt, dafür hat es 3 Teile gebraucht, aber dann hat er es ja gelernt. Und wie man Verantwortung abgibt, wie man zusammensteht und so und überhaupt sich jemandem anvertraut. Und das hat er aber gelernt, wie gesagt, und der hat eine ganz schöne Entwicklung durchgemacht. Ja. Habt ihr euch im Laufe der Edelstein-Trilogie auch verändert? Ja, also das ist ja... wir haben das ja gemacht, ich glaube ich von 19 bis 24, du von, oder warte mal, ja, 19 war ich gleich beim ersten, du warst? Ich auch, also ich bin 19 geworden. Glaub ich. Ja, genau, also auf jeden Fall eigentlich die Zeit, in der man sich so immer noch sehr stark entwickelt und dadurch natürlich haben wir uns auch wahnsinnig, sind uns immer ganz viele Dinge passiert, die uns nochmal verändert haben und wir haben uns alle 1,5 Jahre gesehen und haben dann gemerkt, oh, jetzt ist der andere ja total anders drauf. Jetzt habe ich mich gerade auf den einstellen. Oh Gott. Nee, also natürlich, wie man sich immer verändert, ja. Könnt ihr wirklich Motorrad fahren? Nein, leider nicht. Leider muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich das nicht bin, sondern Donato, unser Kameramann, Kostümmann. Janis, wie findest du es, dass du in so vielen Mädchenfilmen mitspielst? Das finde ich super. Sind ja alles schöne Mädchenfilme. Und jetzt kommen noch ein paar andere. Das ist auch super, dass es nicht nur Mädchenfilme sind. Und dann freue ich mich aber auch wieder auf den nächsten. Jungsfilm. Bist du in Wirklichkeit auch so ein Frauenschwarm wie Gideon? Nee, ich glaube nicht so sehr wie der. Ich bin schon sehr anders. Und sowas wie Gideon gibt es, glaube ich, auch nur in Büchern, das bin ich nicht. Gibt es etwas, das du an Gideon verändern würdest, wenn du könntest? Ich würde auch da, ähnlich wie ich in der Vergangenheit nichts verändern würde, bei ihm nichts verändern, weil ich ja weiß, dass der durch Granny auf einem ganz guten Weg ist. Endlich dürfte mal ein Mädchen den Typen retten. Findet ihr, wir brauchen mehr solche Geschichten, wo die Frau den Mann rettet? Nee, das reicht jetzt auch mal. Auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall. Ich fand das auch echt cool, dass es nicht so ist, dass der Prinz die Prinzessin rettet, sondern dass es eben andersrum ist. Das ist ja auch eine starke Frauenrolle. Und der gähnt jetzt hier. Können wir den einfach rausschmeißen? Wir sind doch hier mehr Frauen im Raum, nicht wahr? Nein, und das, mehr solcher Geschichten wären auf jeden Fall wünschenswert. Aber ne, Gleichberechtigung bedeutet ja auch, dass die Männer dann auch mal wieder retten dürfen. Richtig. Würdet ihr auch gerne zu Geistern wie James oder Ximerius sprechen können? Ja, die sind doch cool. Zu solchen Geistern, ja. Ja, zu solchen schon. Was macht denn Graf von Saint-Germain eurer Meinung nach so gruselig? Dass er immer diese komischen Äpfel schneidet und sie einem dann auf Messern in den Mund steckt, das finde ich echt gruselig. Ja, und dass der so ein Wahnsinns-Stimmorgan hat. Also der... Die Lache auch von dem, oh ja, wieder lacht. Habt ihr Josephine Preuß und Florian Bartholomew noch wiedererkannt, als sie auf alt geschminkt wurden? Ja, das war ein witziger Tag, als die, da warst du, glaube ich, gar nicht dabei. Da sind die plötzlich dann aus der Maske gekommen. Ich wusste, die haben solche Masken anfertigen lassen. Und ich habe aber nicht gewusst, wie das aussehen wird. Ich musste dann schon drehen, gesehen, wie bei Flo dann so die Hand auf alt gemacht wurde. Und das fand ich schon krass. Und dann die Gesichter, das sah so toll aus irgendwie. Und die haben sich dann auch direkt so ganz anders bewegt, hatten aber auch so Gewichte, glaube ich, irgendwie an Füßen und Handgelenken, so ein bisschen langsamer und so. Und natürlich wusste ich noch, wer es ist, aber die haben schon beide komisch ausgesehen. Ich konnte nicht weggucken, musste immer hinschauen. Wisst ihr, wie die Maskenbilder das so realistisch hinbekommen? Die haben da, das war so eine Silikonmaske. Erstmal wird da ein Abdruck vom Gesicht gemacht mit so, keine Ahnung, so Pappmaschee oder so. Also die machen so, die kleben das dann alles richtig ab. Du musst dann dafür... Gips erstmal, genau. Und dann, und dann machen die das so, dann kleben die dir komplett den Kopf zu. Also lassen irgendwie nur
die Nasenlöcher frei, damit dein Gesicht auch komplett dann, damit der komplette Abdruck von deinem Gesicht dann gemacht wird. Und dann irgendwann nach ein paar Stunden, wenn es trocken ist, wird es abgemacht. Und da modellieren die dann irgendwie diese Maske rein. Und die wird auch, das ist extrem teuer und du kannst es nur einmal benutzen, weil danach, wenn es dann abgemacht wird, dann ist es kaputt. Was werdet ihr am meisten an den Dreharbeiten der Edelstein-Trilogie vermissen? Ja, Nils. Ja, Maria. Habt ihr euch ein Andenken vom Set mitgenommen? Warte mal, ich habe irgendwas geklaut, ja. Ich habe, also beim ersten Teil habe ich Socken geklaut. Beim zweiten Teil habe ich Fliesen geklaut. Und beim dritten Teil habe ich, was habe ich denn da mitgenommen? Irgendwas habe ich... Also mir wurde mein Degen geschenkt, ich habe aber nichts geklaut. Siehst du, ich muss immer klauen, mir wird halt nichts geschenkt. Nee, ich hab ein paar Schuppen von dem Meerjungfrauenkostüm mitgenommen. Also da waren so Pailletten dran, die da halt so als Schuppen dran gemacht haben und die habe ich mitgenommen. Wie viele Drehtage gab es insgesamt? Wie viele hatten wir? 40? Knapp, also 39 oder insgesamt für alle drei Teile, meinst du? Oder für... Ach so. Nur für den Film. Nur für den Film. Ja. Wir haben ja einmal noch pausiert und weitergemacht. Ich glaube, es waren ungefähr 40 oder so. Ja. Und an wie vielen wart ihr davon am Set? Alle. Ungefähr die Hälfte für den dritten Teil. Ja. Was war aus allen drei Filmen euer tollstes Erlebnis? Schwer zu sagen. Es gab so viele schöne Momente und so viele schöne Erlebnisse. Also erstmal natürlich das Team, die Schauspieler, immer wieder mit denen drehen zu können. Die Geschichte weiterentwickeln zu dürfen und ja, also wir haben ja dann auch immer so kleine Reisen unternommen. Janis war jetzt leider bei Schottland nicht dabei, aber im ersten Teil waren wir zusammen. Konnte leider nicht mitkommen. Nee, und beim ersten Teil waren wir zusammen in London zum Beispiel und keine Ahnung, so ein Filmdreh ist an sich einfach ein besonderes Erlebnis. Und auf Smaragdgrün, habt ihr dort ein tollstes Erlebnis? Mein tollstes Erlebnis bei Smaragdgrün war zu sehen, wie sich die Farbe der Augen von Maria verändert, weil die hatte nämlich Kontaktlinsen drin. Die hatte eigentlich braune Augen und im Film blaue, also blaue Kontaktlinsen, die aber nicht so wirklich gut waren beim dritten Teil. Und ich spiele mit Maria, die Kamera ist hinter Maria auf mich, ich muss sie ganz ernst angucken, es ist eine wahnsinnig tragische Szene und guck Maria ins Gesicht und sehe, wie so langsam das halbe Auge runterrutscht und braun wird. Und ich mich nicht mehr zusammenreißen konnte. Und das ging dann einen halben Tag lang, haben wir in dieser Szene gedreht. Ja, wir konnten echt nicht mehr. Wir haben uns ganz, ganz schlimm kaputt gelacht, weil die Kontaktlinsen einfach nicht auf meinem Auge gehalten haben. Und dann, ich habe es ja selber immer gemerkt und rutschte die immer wieder runter. Und dann konnte ich mich auch nicht mehr, also es war wirklich ganz schlimm. Ihr standet ja beide bereits mit Emilia Schüle vor der Kamera in Rocket und du, Janis, in Freche Mädchen 2 und in Gangs. Wie war es, sie jetzt am Set von Smaragdgrün wiederzusehen? Janis hat ja gar nicht mit ihr gedreht an Smaragdgrün jetzt, nee. Aber für mich war es toll, weil wir haben ja zusammen gewohnt, Emilia und ich. Und es macht natürlich Spaß, wenn man dann halt ein vertrautes Gesicht dann am Set sehen kann. Und wir haben ja echt auch, es war eine schöne Szene, es hat Spaß gemacht. Wie habt ihr es geschafft, schon mit 10 Jahren vor der Kamera zu stehen? Es war bei uns beiden mehr oder weniger ein bisschen Zufall. Aber dann hat sich das auch so zu einer Leidenschaft entwickelt und deswegen haben wir es weitergemacht. Ich habe mich auf einen Zeitungsartikel beworben damals. Ihr seid jetzt ja beide schon ganz schön lange Schauspieler. Gab es auch mal einen Moment, bei dem ihr kurz davor gewesen seid, aufzuhören? Fang du mal an. Nee, ich glaube nicht. Also ich hatte da nie, zum Beispiel in der Schule habe ich mal überlegt, ob ich aufhöre nach der 10. Da, weil ich da keine Lust mehr drauf hatte. Und das hatte ich beim Film aber so sehr. So, mit der Schule jetzt. Mit der Schule, genau. Also mit der normalen Schule so. Und nee, sonst hatte ich das eigentlich nie, weil ich immer, also man hat viele Momente, wo man denkt, oh, es ist ja doch nochmal sehr viel anstrengender, als man sich das manchmal vorstellt. Oder es ist einfach eine Arbeit, ein Beruf und so. Und weil die mit so viel Spaß und Leidenschaft und Freude verbunden ist, wundert man sich manchmal, mit wie viel Schmerz das auch zusammenhängt und wie schwer es gewisse Dinge im Leben auch machen kann. Aber das ist dann Gott sei Dank nie ein Grund dafür zu sagen, ich höre auf. Nee, das stimmt. Man hört eigentlich nicht auf, wenn man es wirklich gern macht.
Aber wie Janis sagt, also es gibt schon Momente, in denen man halt merkt, so okay, ach, das ist jetzt alles schon ein bisschen anstrengend. Irgendwie, man hat ja keinen geregelten Tagesablauf, sowas gibt es ja bei uns eigentlich kaum. Und ja, aber trotzdem gab es bei mir auch nie den Moment, in dem ich gesagt habe, okay, ich lasse es jetzt sein, komplett. Maria, du hast ja bereits den New Faces Award für die beste Nachwuchsschauspielerin bekommen. Wie war das für dich? Davor hatte ich ja noch nie irgendeinen Preis gekriegt. Von daher war das für mich der absolute Oberknaller. Ich habe auch an dem Abend, ich wusste das noch nicht, wir sind da hingegangen, also ich mit meiner Agentin und meiner Presseagentin. Und ja, dann ziehst du dich das erste Mal so richtig schick an, also so für so eine Awardshow. Und man lässt dir die Haare schön machen und dich schön schminken und so. Und ich hatte die ganze Zeit schon irgendwie Angst, so, wenn ich das jetzt nicht bekomme, meine Mama hat mir schon im Voraus so eine kleine Oscar-Figur geschenkt, wo sie unten drauf gravieren lassen hat, Siegerin der Herzen, da dachte ich schon so, na super, du glaubst ja echt fantastisch an mich. Mach dir nichts draus, wenn es nicht klappt, Maria. Das war echt super fies. Ja, und dann habe ich ihn aber bekommen und habe mich natürlich total gefreut und konnte es gar nicht richtig glauben. Und ja, und das ist schon, der steht immer noch bei meinen Eltern zu Hause und ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Wie konntet ihr Schauspiel und Schule gleichzeitig meistern? Ja, irgendwie ging es. Irgendwie, wir haben immer viel vorgelernt oder viel Nachhilfe dann genommen und dann sind die Eltern oder mein Vater ganz viel zu so Elternsprechtagen, hat mit den Eltern geredet. Zu den Lehrern hin und hat denen gesagt, dass das schon alles wird und das war ganz wichtig. Ja. Gibt es einen Schauspieler, mit dem ihr unbedingt mal zusammen vor der Kamera stehen wollt? Ach, nee, also ja, doch, bestimmt, aber... Nee. Nein, also klar, es gibt wahrscheinlich total viele, mit denen ich gerne mal drehen möchte, aber jetzt fällt mir auf die Schnelle gerade keiner ein. Roberto Benigni. Ja, doch, der ist toll. Janis, du kennst dich doch wohl aus. Welche Bande ist die coolste? Die Jugendgang Rocks aus Gangs, die Wilden Hühner oder TKKG? Stimmt, du musst dich echt auskennen. Oh. Also die Wilden Hühner fallen schon mal raus, nicht weil die uncool sind, aber da bin ich halt nicht dabei. Und dann die Rocks oder die, ich sag schon TKKG. Habt ihr noch einen Musikwunsch? Schnell sag irgendwas Schlaues. Two Pilots Stressed Out. Ja, genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Danke für das Interview. Könnt ihr noch unsere Hörer der Südpolshow auf 92,4 grüßen mit euren Namen und euren Filmrollen? Hallo zusammen, ich bin Janis Niewöhner und spiele Gideon Devier. Und ich bin Maria Erich und spiele Gwendolyn Shepard in Smaragdgrün. Und wir grüßen euch auf Südpolshow 92,4. Viel Spaß beim Hören und... Liebe Grüße, scheiße, wir müssen es nochmal machen. Okay, fürs Radio muss man. Also Südpolshow 92,4 muss es sein. Hallo zusammen, ihr seid bei der Südpolshow 92,4. Ich bin Janis Niewöhner und spiele Gideon Devier. Ich kann so nicht arbeiten. Okay, mach du. Hallo liebe Zuhörer von Südpolshow, von der Südpolshow. Oh Gott, sowas ist echt schwer. Hallo Zuhörer von Südpolshow 92,4. Jeden Samstag 9 bis 10 Uhr. Hallo liebe Zuhörer von der Südpolshow 92,4. Wir sind Maria Erich aus Smaragdgrün. Ich spiele die Gwendolyn Shepard.
Und ich will dann jetzt nie mehr nach Hause fahren. Gut, das will ich nicht. Okay, jetzt kriegen wir es hin. Was soll ich denn sagen? Okay, also du sagst die Südpolshow, dann sagst du, wer du bist und mit wem du spielst. Und ich sag, wer ich bin und wen ich spiele. Und dann machen wir Hallo, Tschüss. Okay. Hallo, ihr lieben Hörer. Okay, alles klar. Es wird immer schwerer. Südpolshow 92.4. Hallo, ihr Lieben. Ihr seid bei Südpolshow 92.4. Da steht alles richtig. Und ich bin Janis Niewöhner und spiele Gideon Devilliers bei Smaragdgrün. Und ich bin Maria Erich und spiele Gwendolyn Shepard bei Smaragdgrün. Wir wünschen euch... Nein, liebe Grüße. Oh, fuck, ich hab's versaut. Okay, liebe Grüße. Einfach. Ja, das machst du bitte nochmal. Okay. Ich werde diesmal nichts mehr sagen am Ende. Einfach... Hallo ihr Lieben, ihr seid bei Süd... Also... Hallo ihr Lieben, ihr seid bei der Südpolshow 92.4. Und ich werde niemals ins Radio gehen. Also, hallo zusammen, ihr seid bei der Südpolshow 92.4. Ich bin dann hier und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Okay. Jetzt mal ganz kurz. Ich mache hier gar nichts. So ist es nämlich am Set dann. Also, hallo zusammen. Ihr seid bei der Südpolshow 92.4. Ich bin Janis Niewöhner und spiele Gideon Devilliers bei Smaragdgrün. Und ich bin Maria Erich und ich spiele Gwendolyn Shepard bei Smaragdgrün. Danke für das Interview. Danke auch. Ich wollte schon wieder irgendwas sagen, hab dann aber noch so... Halt die Klappe, Maria. Oh, weh, das war schwer. Okay, danke. Danke schön.